Hallo an alle Judah hier vom Pflegekanal. Willkommen zu einem neuen Video. Das Video 5 Dinge, die ich in der Pflege hasse, ist sehr gut bei euch angekommen und ich möchte mich für all die Kommentare und die Likes bei euch bedanken. Da wir nicht nur die negativen Teile, die es in jedem Beruf gibt, zeigen wollen, wollen wir uns heute mit dem Video 5 Dinge, die ich in der Pflege liebe, den positiven Seiten der Pflege widmen. Viel Spaß dabei! Ich finde es ganz toll, mit den Menschen umzugehen. Dadurch, dass ich in der ambulanten Pflege arbeite, komme ich mehr in diesen häuslichen Bereich mit rein. Das ist wunderschön. Die Patienten sind sehr dankbar. Sie freuen sich, wenn du kommst, auch wenn man wie jetzt zurzeit in der Schule und ich bin da lange Zeit nicht da. Die freuen sich. Was mir auch besonders gut gefällt, ist halt eben diese abwechslungsreiche Arbeit. Klar ist teilweise körperlich schwere Arbeit, aber halt eben auch wirklich sehr, sehr abwechslungsreich. Ja, also hier macht der Beruf komplett Spaß. Das Herzliche oftmals, wenn die Zeit besteht, dass auch die Leute sich bedanken für so eine Kleinigkeit, für ein kleines Lächeln. Man geht nach Hause und sagt, hey, ich habe heute was Gutes getan. Auf jeden Fall, dass man so mit den Bewohnern so eine Vertrauensbasis hat, so. Keine Ahnung, man mag die Person und dann macht auch die Arbeit Spaß. Es ist lustig zum Teil auch, man hat lustige Bewohner und es macht auch irgendwie dann die Arbeit, dann wenn man genervt ist, auch wieder so, macht es dann auch wieder Spaß. Ja, am Ende des Monats mein Gehalt. Das Miteinander, das Füreinander, sowie die Bewohner als Dank ein schönes Lächeln zeigen. Das Kreative und dass man halt für jemanden da ist, obwohl man den nicht kennt. Und ja, man muss einfach das im Blut haben. Anders kann man diese Arbeit gar nicht bewältigen. Die Teamarbeit, das Arbeiten mit Menschen mit Behinderung. Ich liebe es, mit Menschen umzugehen. Dann liebe ich, Hände zu halten von denen. Ich liebe das total. Dann liebe ich es, einfach mit denen zu reden über alte Zeiten. Das gefällt mir sehr. Dann mag ich es auch total, mit denen irgendwie mal rauszugehen, frische Luft zu holen oder irgendwie so spielen, je nachdem. Vieles. Die Bewohner, ganz, ganz viele Kollegen, den Beruf. Ich liebe alles an der Pflege, auch die Bürokratie, weil die macht uns professionell. Die Arbeit mit den Bewohnern, die Pflege im Ganzen. Dass es ein sehr, sehr kreativer Beruf ist, dass man viel Fantasie braucht, um Menschen mit Einschränkungen wieder zu animieren, ihnen Freude zu vermitteln. Und dann kriegt man auch ganz viel zurück. Es ist ein sehr anspruchsvoller Beruf. Ich finde, dieser Beruf öffnet ganz, ganz viele Perspektiven. Man hat ganz viel Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen. Man lernt immer dazu. Ein reger Austausch. Man hat den Menschen im Zentrum des Geschehens und was will man mehr? Dass man immer ein herzliches Danke zurückbekommt von den Leuten und dass man immer mit einem guten Gefühl wieder rausgeht aus dem Heim. Auch meine Bewohner, meine Mitarbeiter und dass wir uns alle so gut verstehen, dass man gut aufgenommen wird und auch wie ein Mensch behandelt wird, nicht so wie bei anderen Berufen. Die Dankbarkeit. Es gelingen darf, in der Pflege Zufriedenheit zu schaffen, dass trotz Schmerzen, trotz Krankheiten, man durch die eigene Unterstützung an der Person, die man unterstützen darf, dass man da eine Zufriedenheit schafft, dass man da ein Lächeln zaubert, ein Dankeschön durch sein Tun entlocken darf. Das finde ich wunderschön, das finde ich klasse. Gibt mir persönlich einfach Energie und Antrieb und mir gefällt es auch, dadurch, dass ich in der Pflege arbeite, später mal für mich hoffen zu dürfen, dass ich auch solche Situationen dann haben darf, wenn ich unterstützt werden muss. Das war's mal wieder von mir. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß dabei. Wenn euch das Video gefällt, teilt es auf eurer Facebook-Seite oder schenkt uns einfach einen Like. Wir geben uns auch damit zufrieden.
Ich wünsche euch eine gute Zeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr und seid fleißig bis zum nächsten Video.